Und damit Hallöchen und willkommen zurück zu einem weiteren spannenden Match hier bei Inazuma Eleven Ultimate beim guten alten Sunny. Da haben wir noch einige Matches vor uns, nicht mehr so viele, ist das bald schon das Ende. Aber eins davon ist das heutige, nämlich das Match gegen die Schachmeister Schwarz. Es gibt bestimmt irgendwo auch Schachmeister Weiß. Vielleicht hier unten noch? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist das, wie gesagt, die Tour, das habe ich schon letztes Mal gesagt, die Tour, wo es sogar einen Torjubel gibt. Und da bin ich echt gespannt, ob ich den bekomme. Bin ich wirklich gespannt. Und ich weiß nicht mehr genau, welche Spieler das waren, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich denke mal, mein Dojo-Trikot habe ich noch an, was ich vor kurzem bekommen habe. Jupp, Dojo-Trikot, sehr schön. Das lassen wir mal an. So, und legen gleich mal los. Gehen wir mal gucken. So, das ist das heutige Match. Ja, dann ist nächste Woche wieder ein Live-Match. Super, das ist geil. Nächste Woche, wo ich eigentlich ja irgendwann im Laufe der Woche mit dem nächsten Live-Let's Play starten wollte, nämlich mit Dingenskirchen, mit Ni no Kuni 1 Remastered. Aber ich denke, das werde ich echt vielleicht sogar auf übernächste Woche verschieben. Mal gucken. Das Spiel kommt ja morgen schon, es kommt schon morgen raus. Also, wäre für euch jetzt heute, oder? Heute müsste Freitag sein, genau. Heute am 20. kommt es raus. Aber da ich erst noch fertig werden wollte mit Yoshi's Island und mir da noch ein paar Streams fehlen und zweitens ich dann noch hier ein Live-Match vorhabe, werde ich es vielleicht auch auf ein, vielleicht sogar zwei Wochen verschieben. Und selbst wenn es auch nicht so stimmt, denn ich kenne den Anfang und... Ja, aber gut, kommen wir erstmal zu Schachmeister Schwarz. Aber freut euch schon mal drauf, wer Bock hat auf Ni no Kuni 1, das gibt's bald auf Twitch. So, Schachmeister Schwarz spielen, jupp, natürlich. Story-Modus-Team. Und? Was ist eigentlich da? Was ist das Weiße? Ein Hä? Wieso habe ich jetzt auch so ein Lichtkegel? Wo kommt... Ach, es kommt daher. Ah. Ich hatte nämlich Jalousien, die ein bisschen Licht noch reinlassen. Deshalb ist hier so ein weißer Fleck. Übersieht ihn einfach. Wohl fällt doch ein bisschen auf, aber übersieht ihn einfach. Ah, ist ein bisschen ungünstig. Leider ist es nicht komplett stockdunkel. Ist noch fast hellig der Tag. Naja, Raimon oder Ultimate 11 versus Schachmeister Schwarz mit Teamlevel 65, oder? Ja, 65. Ich bin doch so geblendet. Oh, die schöne Musik. Hm. Ich mag den Sound. Den Song. Ah, das ist Schachmeister Schwarz. Da kommen die Blacks vor. Sogar K-Black. Das ist interessant. Teller 5, 5 Black, Quintola, King, Kui, 4 Black und noch ein paar andere. Gucken wir es gleich mal an. Und wenn wir einfach unten klicken, das könnte das Ganze überspringen. Habe ich glaube das letzte Mal vergessen zu sagen, letzten paar Male. Gott, dieser Fleck nervt mich extremst. Kann man da nichts machen? Müsste eigentlich hier so sein. Genau. Ach, das ist jetzt ungünstig. Ah, das ist jetzt nicht so schön. Naja. Ferdinand Della 5. Ist leicht reizbar und kann sich über alles und jeden aufregen. Das kenne ich. Ich reg mich wegen diesem Punkt hier auf. Das ist echt nervig. Weil ich könnte theoretisch... Hier. Ja, das war jetzt. Muss man so gucken. Jupp, das seht ihr auch. So, hier muss ich ein bisschen links zu rechts schneiden. Also links noch ein bisschen weg. Und er ist weg. Wahnsinn, wie das funktioniert. Technik, die begeistert. So, jetzt bin ich dafür ein bisschen weiter links, muss ich ein bisschen weiter. Whoop.
So. Und alle Probleme sind gelöst. So. Weiter geht's mit King Queer Blackley. Jüngster Fünfling. Alle sind Fünflinge. Ah, da ist der letzte. Uno. Heißt einfach Uno. Moment, heißt die Dos Tres und so? Due, Tre, Quattro. Ah! Dachte, das heißt Dos, Tres, Quattro. Ich lerne jetzt sogar ein bisschen Spanisch, Französisch. Uno, Dos. Ne, müsste Italien. Ich weiß es nicht. Es ist nicht Deutsch, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall der jüngste Fünfling. Bekannt für seine Dickköpfigkeit und seinen Egoismus. Auch einigermaßen gute Werte sogar, einige im winzigen Bereich. David Quintola, Erbe eines alten Adelsgeschlechts und ausgesprochen stolz darauf. Oh, Schusskraft 203, darf man so stolz sein. Das ist so ein krasser Wert. Gut, 169 ist ein bisschen weniger, aber 203? Nicht schlecht. Chuck Quinquini. Chuck Quinquini. Klingt wie so ein komischer Song. Nutzt selbst die kleinste Chance, um aggressive Konter zu starten. Obi, Obi. Das kann Spaß werden. So, dann nehmen wir noch hier dazwischen. Quattro und Tre. Vierter Fünfling, dessen Verträumtheit ihn gleichzeitig liebenswert macht. Er sieht sehr liebenswert aus. Unter seinem Topf. Ist das eine Mütze oder ein Topf? Ich weiß nicht. Tre. Drittältester der Fünflinge. Da könnte man auch sagen, der mittlere. Und treue Laufbursche der Black Crowns. Was sind denn die Black Crowns? Pentra Jack. Sein Name steht für Entschlossenheit und Dynamik, ist eher der raue Typ. Pentra. Ich dachte gerade vielleicht Pentra wie der Pentastern. Ne, Pentra. Jack. Richtiger Checker. Volkfem. Der war, glaube ich, sogar im letzten Match dabei. Ich glaube sogar so, denn Femme habe ich mir gemerkt. Ein kerngesunder Spieler, der noch nie in seinem Leben eine Erkältung hatte. Genau, denn da habe ich gesagt, das ist nicht gesund, man muss krank werden. Sonst stirbt man bei der ersten Erkältung. Deshalb immer Dreck fressen. Das habe ich auch gemacht. Schlammkuchen und so. Aber es waren noch Zeiten. Heute jeden Tag Pizza, Döner, Fastfood. Ah. Wo ist der gute Stammkuchen hin? Ich weiß es nicht. So, da haben wir Bishop Blackside. Ältester Sohn einer Familie, die den Black Crowns dient. Was sind denn die Black Crowns? Können wir die werden wir auch gleich sehen. Da! King of the Black Crown. Oh, amazing! So, hier waren wir aber. Der älteste Sohn. Der Zwilling von Rook. Wie auch immer das ist. Due Blackley, zweiter Fünfling, der mit sich selbst am allerbesten zurechtkommt. Ich auch mit mir. Ist der Punkt wieder zu sehen? Wenn ich den Stuhl so hindrehe? Ne, dann bin ich komplett weg. Hä, warum ist der Punkt jetzt wieder da? Sorry. Ach, ist das egal. Ich mache nicht weiter, wird schon passen. So. Im Tor haben wir gesagt Kingly Blackcrown, Spross der Blackcrown-Familie, die mit den White Bridges in Fehde liegt. Annahme 172. Boah. Die White Bridge. Die schwarze Krone und die weiße Brücke. Da ist Uno. Ältester Fünfling. Seine Beständigkeit ist seinen Brüdern eine große Hilfe. Annahme 148. Nicht schlecht. Hier ist noch Rook Black Crown. Zweiter Sohn der Black Side. Hey, Black Side? Kommen wir komplett durcheinander. Ach, die Black Sides dienen den Black Crowns. Ich komme mir vor wie bei Game of Thrones. Ich verstehe überhaupt nicht, wer mit wem irgendwie. Das sind mir einfach zu viele Namen. Aber okay. Ein ganz ehrlicher. Ah, das sieht aus wie eine Königsschachfigur. Seine Mütze. Die von ihm auch? So, das ist ein. Ah, Bischof, der. Priester, Bischof, gibt es jetzt auch so eine Schachfigur, die so heißt?
Das ist mir gerade alles zu viel hier. Noch ein Blackside. Nate Blackside. Gut. Wirkt plump, ist aber eigentlich eher scheu. Da haben wir Queenie Black Crown. Blackside, Black Crown. Blackside, Blackly. Und du warst... Okay. King, Lee Black Crown und Queenie. Der König und die Königin. Jetzt komme ich einigermaßen mit. Gott, ich brauche 30 Stunden hierfür, sorry. Ich will es einfach irgendwie verstehen. So, da haben wir noch irgendeinen Random. Er kennt Pentona. Monatelange Meditation auf einem Berg brachten ihn die Erleuchtung. Und noch die Königin. Intellektuell und physisch begabt, aber von Selbstzweifeln geplagt. Naja. Okay, Aufstellung Elysion von Mount Olympus. Das ist mal eine geile Aufstellung. Gut, macht schon, wir sind Schachmeister. Wow. Schon krass. Geile Mannschaft. Die Black Signs sind in den Black Crowns. Boah, das ist mir echt ein bisschen zu hoch. So, aber legen wir einfach mal los. Gott, mich nervt das so. Ach. Aber ich muss sagen, ich nehme heute ein bisschen früher auf als sonst, deshalb ja, kommt das von daher. Ah, er schlittert rum, weil es so eisig ist. Dachte gerade, wer macht jetzt Moonwalk? Oh. Genau, der Uno-Typ, der hat Demogorgon, das ist der von Stranger Things. Oder ist er auch Demogorgon? Ich glaube schon, oder? Also ich weiß, der von... Wollte ich gerade sagen, Game of Thrones, der von Stranger Things heißt Demogorgon. Ne, der ist ein bisschen anders. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kommt Erzpegasus raus. Denn wie gesagt, es kommen Erstkampfgeister, wenn andere Kampfgeister da sind. Und jetzt muss ich aber wahrscheinlich Gas geben. Und grätschen. 100 Pro war das ein Foul. Nein? Okay, dann Pegasus Faust. Ja. Yeah. 1:0. Ja. Und echt geiler Hintergrund. Echt eine coole Kulisse. Weiterspielen. Nein, nächsten halte ich aber. Wart's nur ab. Ja, ich hab's geschafft. King Black. The King of the Blacks. Awesome. Der nächste Kampfgeist. Wir gehen richtig Gas hier. Der weiße Bauer. Und der nackte Viktor. Aber. Nee, Dampflok geht nicht. Schade. Macht aber nichts. Jo, was kommt denn jetzt? Weißer Springer, okay. Oh. Der hat weniger Verteidigung, Defensive. Das heißt, wenn ich angreife, ist er wahrscheinlich immer noch im Ballbesitz, hat aber. Ich habe ihn komplett zerstört. Wow. Komplett vernichtet. Gott, die geben richtig Gas hier. Ist doch gut jetzt. Ein Bau nach dem anderen. Dann. Jetzt auch mal Zeit für. Auch passen. Ich gebrauche einen weißen König. Würde super passen, aber. Erstmal Lancelot. Dann auch zu ihm hinpassen. Fam hat keinen draußen, also zur Seite. So, das ist der zweite. Auf weg. Und nicht schüttern. Alles gut. Avalon-Attacke. Lang nicht mehr gesehen, aber immer noch geil. Ab dafür.
Plankton-Stern, jetzt bin ich mal gespannt. Ha! Destroyed. Ja, 2 zu 0. Geht schon mal super los hier. So soll das sein. Nein, den nächsten halte ich aber. Ha, das war fast schon zu einfach. Gerade Victor jetzt am Ball ist. Also jetzt am Ball ist. Kann ich ganz gut hergrätschen oder auch nicht. Bruder, langsam. Auch Pentastern. Alle in der Mitte hier. Mitte, Mitte, Mitte. Diese Ma. Obi. Aber alles gut. Er fliegt einfach irgendwo random hin. Boah, mega Glück gehabt. Das ist das Problem bei Pentastern. Der fliegt irgendwo hin zurück. Aber Pentastern ist einfach der stärkste Boss, was er jetzt drauf hat derzeit. Muss ich mal was anderes beibringen. Wo er ihn auch festhält. Das tut doch weh im Gesicht. Oh, Obi, Obi. Ende der Halbzeit 2 zu 0. Das können wir sicher noch umreißen. Immer weiter so. Jawohl, ja. Gott, wann dem Judo-Anzug? Das sieht echt cool aus. Steht dem irgendwie? 76%, das ist unfassbar. Unfassbar ist diese komische Lampe hier, das sieht so hässlich aus. So ein blöder Lichtschein einfach. Äußerst ungünstig. Naja. Geben wir mal Gas hier. Destroyed, da fliegt er weg im hauen Bogen. Und hiermit Korvus, da ist er. Die Schwinge der Nacht. Lauf! Kommt sehr weit. Setzt sich aber durch. Alles gut. Und geschafft. Einigermaßen. Himmelssturm. Okay, das kann ein bisschen gefährlich werden jetzt. Ist gefährlich, leider. Abseitsfalle. Safe. Beste Taktik. Unrealistisch wie sonst was, aber super Taktik. So, jetzt kommt N-Black. Wer ist N-Black nochmal gewesen? Ich weiß nicht. Oh, YOLO. Flugfisch-Pinguin. Kaiser-Pinguin. Sollte gerade Flugfisch-Male mit Kaiser-Pinguin kombinieren. Muss los. Oh. Ah. Okay, schwächt nur. Aber trotzdem. Oh. I am sad. Ultra sad. Das tut doch weh. Ah. Schmerzhaft. Muss das sein? Ha, hingefallen. So, und ein normaler Schuss. Müsste vielleicht reichen. Ich ziehe jetzt mal auf dem 3 zu 0 ab. Da kann er bisschen locker noch reingehen. Meteor-Block. Der ist ein bisschen stärker. Oder spechtig, weiß nicht, aber er ist drin. Geil. Wunderbar. Mein 13-0 ist da. Den nächsten halte ich aber. Ja, ich hab's geschafft. Wahnsinn. Trotzdem. Weiter Gas geben. Sonst tanzen die mir auf der Nase rum.
der 30 Kilometer in die Luft fliegt. Das ist so unrealistisch. Ich weiß nicht so recht. Ich weiß wirklich nicht. Atlantis dann? Jawohl. Du kommst ja nicht rein. Rübersprint. Die setzen sich echt relativ oft durch. Die schönen Klänge, die sind zu viel für mich. Jetzt nochmal Himmelsturm. Okay, jetzt wollen sie es wissen. Und am Ende sagen sie noch random. Da werde ich nervös. Übrigens, ich habe jetzt 150 Teamtechnikpunkte. Das heißt, ich kann dreimal Absatzfalle einsetzen. Ich hatte ewig lang 148 oder 149 und immer so knapp vor die 150 und jetzt geht's. Also ich wollte jetzt kein Gegentor kassieren. Deshalb hatte ich jetzt Muffensausen. Aber ein 14-0 würde trotzdem gehen. Also, rein das Ding mit Onyx-Schwinge. In letzter Sekunde ist der neue Torwart, sondern wir können mitbekommen. Egal. Bam! 4-0. Ach, das ist dieser Endblick. Jetzt weiß ich's. Das Rätsel wurde gelüftet. Ne, das ist eins Black. Der wurde doch gar nicht eingesetzt. Hä? Bin verwirrt. Das war doch der, der... Ich muss echt mal nachgucken, wie der heißt. Demo Gorgon beschwören kann. Das weiß ich noch. Der ist von den Blacks am schwersten abzuwehren. Das ist nämlich so. Also habe ich eh gewonnen. Um Black 1 abzuwerben, der den krassen Kampfgeist hat, braucht man erstmal Black 2. Für den braucht man Black 3 und so weiter, das kennt ihr ja. Also um zu Black 1 zu bekommen, muss man schon sich richtig im Zeug liegen. Und das nur für den geilen Kampfgeist, denn man bekommt den nur von dem. Genießen Sie, noch wird es euch nämlich nicht geben. Oder es war andersrum, dass ich aufsteigen braucht, also erst 1, dann 2 oder erst 5, dann 4, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der letzte Black war der mit dem geilen Kampfgeist. Hahaha. Jawohl, ja. Und ich glaube sogar, den habe ich. Muss ich direkt mal nachgucken. Und kein Torjubel. Ich dachte, ich hätte da einen Torjubel bekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also bei so einem weiteren Versuch. Das nächste Match müsste das sein mit der blöden Voraussetzung. Ja. Gewinne mit einer Mannschaft, die nur aus weiblichen Spielern besteht. RIP einfach nur. Einfach nur komplett RIP. Übrigens kann ich auch schon sagen, das wird wahrscheinlich nicht am... müsste theoretisch am Sonntag kommen, es wird nicht am Sonntag kommen, sage ich jetzt schon mal im Voraus. Denn da habe ich keine Zeit. Wahrscheinlich wird es erst am Montag kommen, schätze ich mal. Also vielleicht Montag und das dann Mittwoch live oder so. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es machen werde. Aber Sonntag ist es ein bisschen zu kurzfristig, da habe ich wenig Zeit zum Aufnehmen, deshalb, ja. Nur mal, dass ihr es wisst. Sternenwandler. Schöner Name und auch ein echt cooles Logo. Jetzt muss ich echt mal gucken, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Wird jetzt ein bisschen länger wahrscheinlich, aber macht hoffentlich nichts. Nee, ich bin schon der richtige Kampfgeister. Den habe ich doch hier irgendwo, oder? Oder auch nicht, ne? Ich dachte, ich hätte den Demogorgon hier, oder war das nicht bei Kronostones, hatte ich den... Es ist bei Kronostones, genau! Das war ja bei dieser... In dieser Welt von den drei Reichen, was glaube ich. Da war das. Genau, bei Kronostones habe ich den Demogorgon. Oder den Demogorgon. Also den einen krassen Kampfgeist da. Aha.
Aber jetzt könnte ich es auch bei den hier abwerben. Das wäre ganz geil eigentlich. Müsste es im Spielealbum drin sein, bei neu. Wahrscheinlich sind sie da drin. Natürlich nicht. Alphabetisch, genau. Vorne dabei. Also entweder war es bei ihm oder bei ihm. Ich glaube eher aka erster Torwart. Und der war der Stimme. Ich glaube, dass es bei ihm war. Müsste ich echt mal nachforschen. Und das ist schon ein relativ geiler Kampfgeist. Genau. So. Genau, hätten wir es auch geklärt. Gut. Dann will man sagen, das nächste Match kommt nicht, wie gesagt, Sonntag. Das wird wahrscheinlich Montag kommen. Da ich wenig Zeit habe, denn heute ist für mich Donnerstag. Wenn das Video online kommt, am Freitag habe ich keine Zeit zum Aufnehmen, denn da gehe ich ins Kino. Von 20 bis 23 Uhr, nämlich S2. Der dauert einfach mal 3 Stunden, da habe ich gar keine Zeit mehr. Und ich glaube, dass ich Samstag auch wenig Zeit habe zum Aufnehmen, deshalb habe ich eher Sonntag Zeit zum Aufnehmen und dann wird es dann am Montag kommen. Schätze ich mal so, ohne Dreh. Aber ja, es kommen wieder einigermaßen fast im richtigen Zeitpunkt immer die Videos. Und ja, gut, dann will man sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, dann geht es dann gegen die Ständewanne, da muss ich eh noch ein bisschen, vielleicht noch meine weibliche Mannschaft trainieren, denn ich habe gerade keine, ich muss irgendwie mit irgendwelchen random Frauen mir einfach eine Mannschaft zusammenwürfeln und hoffen, dass ich gewinne. Das wird ein Spaß. Gut, aber naja, dann will ich einfach sagen, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal und nicht vergessen, immer schön am kleinen runden Ball bleiben. Bis dann!